Hallo alle zusammen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 auf einen Computer oder Laptop durchführen können. Es gibt zwei Möglichkeiten für kompatible Geräte und auf nicht unterstützten Computer. Das kostenlose Upgrade auf Windows 11 steht allen Windows 10 Nutzern bis zum 5. Oktober 2021 zur Verfügung. Aber wenn viele Benutzer versuchen, ihren PC auf das neue Betriebssystem zu aktualisieren, erhalten sie einen Kompatibilitätsfehler. Ihr PC erfüllt nicht die mindestens Forderungen an die Hardware für Windows 11. Dies bedeutet, dass der Computer nach die Upgrade-Anforderungen und unterstützenden Funktionen erfüllt, die in den Hardware-Anforderungen von Windows 11 aufgeführt sind. Um herauszufinden, ob Ihr Computer mit Windows 11 kompatibel ist, verwenden Sie das offizielle Dienstprogramm PC Health Check von Microsoft. Laden Sie die neueste Version der Software von der offiziellen Website herunter. Fahren Sie PC Health Check hoch. Nach der Installation öffnet sich das Dienstprogramm mit einer Übersicht über den Zustand unseres PCs. Sie werden aufgefordert, Ihren PC auf Systemkompatibilität zu prüfen. Gehen Sie auf Jetzt prüfen. Nach der Überprüfung werden Sie festlegen, dass Ihr PC vollständig mit Windows 11 kompatibel ist. Oder dass Ihr PC die Anforderungen für ein System-Upgrade nicht erfüllt. Daher zeige ich Ihnen zwei Möglichkeiten für Upgrade von Windows 10 auf Windows 11. Für kompatible und für inkompatible Geräte. Wenn Ihr Gerät mit Windows 11 kompatibel ist, gehen Sie zum Upgrade wie folgt vor. Gehen Sie auf die entsprechende Seite der offiziellen Microsoft-Website, deren Link Sie in der Beschreibung finden. Laden Sie den Windows 11 Installationsassistenten herunter, Windows 11 Installationsassistent. Damit wird die Aktualisierung tatsächlich durchgeführt. Starten Sie es. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Damit wird der Download von Windows 11 gestartet. Sie benötigen mindestens 9 GB freien Speicherplatz auf Ihrem Computer, um Windows 11 herunterzuladen. Die Schritte zum Herunterladen, Vorbereiten und Installieren der erforderlichen Dateien werden automatisch abgeschlossen. Sobald der dritte Schritt abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten, um mit der Installation fortzufahren. Neustart. Nach dem Neustart beginnt der schwarze Bildschirm mit der Aufführung der Upgrades. Dies kann eine Weile dauern und der Computer wird mehrmals neu gestartet. Nach dem Neustart wird der Anmeldebildschirm angezeigt und nach dem Anmelden werden die Vorbereitungen zum Starten des Systems getroffen. Sobald das Upgrade installiert ist, befinden Sie sich auf dem Windows 11 Desktop. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Betrachten wir die zweite Option, wenn unser PC nicht auf dem neuesten Stand ist. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Einige Computer funktionieren, andere nicht, aber umgekehrt. Unser Team wählt zwei Möglichkeiten aus, die auf allen Test-PCs funktionierten und am einfachsten und sichersten erschienen. Die erste Methode ist zwar nicht offiziell, ermöglicht aber ein Upgrade auf Windows 11 auf einem nicht unterstützten Computer mit dem offiziellen Tool Windows 11 Installationsassistent. Um dies zu tun,
führen Sie den Windows 11 Installation Assistant im Kompatibilitätsmodus mit Windows 7 aus. Wenn man das macht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dateien des Windows 11 Installation Assistant. Wählen Sie einen Wirtschaften, Kompatibilitäts. Markieren Sie das Kätzchen neben Programm im Kompatibilitätsmodus Ausführen mit. Wählen Sie mit Windows 7 auf der Liste der verfügbaren Systemversionen aus. Übernehmen. OK. Der Windows 11 Installation Assistant wird dann gestartet und prüft nicht mehr die Hardware-Kompatibilität Ihres Computers. Aber natürlich kann es zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen oder zusätzlichen Kontrollen kommen. Das Lustige daran ist, dass dies das offizielle Microsoft-Dienstprogramm ist, das dies tut. Allerdings hat das Unternehmen bereits früher die Verantwortung für Probleme bei der Installation von Windows 11 auf inkompatiblen Computern abgelehnt. Für die zweite Methode ist ein Tool eines Anbieters erforderlich. Daher ist diese Methode auch überhaupt nicht offiziell. Sie tun dies auf eigene Gefahr. Aber auf dem getesteten PC hat es funktioniert. Um Ihren PC mit dieser Methode zu aktualisieren, müssen Sie das Universal Media Creator Tool herunterladen. Damit können Sie ein Upgrade auf Windows 11 durchführen, ohne Ihren Computer auf Kompatibilität zu prüfen. Um das Universal Media Creator Tool herunterzuladen, gehen Sie zu seiner Seite, Link unter dem Video. Klicken Sie auf die Schaltfläche Code und wählen Sie Download Zip. Entpacken Sie das Archiv in einen beliebigen Ordner. Und führen Sie die Datei Media Creator Tool Bad aus. Infolgedessen kann eine Systemwarnung Smart Screen erscheinen. Klicken Sie in diesem Fall auf Details und dann auch trotzdem ausführen. Daraufhin werden ein PowerShell-Fenster und ein Menü mit einer Liste von Windows 10 Versionen angezeigt, die Sie auch mit dem Universal Media Creation Tool herunterladen können. Wählen Sie jedoch im Fenster MCT-Version die Nummer 11, die für Windows 11 steht. Es wird ein Menü mit einer Liste von Aktionen angezeigt. Um ein automatisches Upgrade auf Windows 11 durchzuführen, wählen Sie Auto-Setup. Danach wird das Media Creation Tool aufgeführt und beginnt, Ihr System auf Windows 11 zu aktualisieren. All dies wird automatisch erledigt und Sie können in Ihrer Arbeit nachgehen. Der Computer wird während des Aktualisierungsvorgangs mehrmals neu gestartet. Nach Abschluss des Upgrades steht Ihnen ein betriebsbereites Windows 11 zur Verfügung. Dies war ein automatisches Upgrade auf Windows 11 über die Schnittstelle des Universal Media Creation Tool. Dieses Tool enthält jedoch auch eine Datei in seinem Ordner, die die PK-Kompatibilitätsprüfung für Windows 11 deaktiviert. Es löscht die Datei upgrades.res.dll und erstellt einen Registrierungsabschnitt, der es Ihnen ermöglicht, Windows 11 ohne TP2.0 zu installieren. Öffnen Sie den Ordner MCT und wählen Sie die Dateien Skip TPM Check und Dynamics Upgrade VM zum Ende. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie als Administrator ausführen. Führen Sie anschließend den Windows 11 Installation Assistenten aus. Es wird Ihren PC nicht mehr auf Kompatibilität prüfen und das System aktualisieren. Wenn Sie Dateien infolge einer Windows-Installation, einer neuen Installation, eines Upgrades oder eines Resens verloren haben, können Sie diese mit Hetman Practitioner Recovery wiederherstellen. Ein Video dazu gibt es bereits auf unserem Kanal, alle Links stehen in der Beschreibung. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg!